Hallo und willkommen zu Update Wirtschaft hier auf dem Parkett in der Frankfurter Börse. Wir schauen heute nach Israel, denn dort steht eine Leitzinsentscheidung an. Seit Mai liegt der Leitzins dort bei 4,75%. Aber der Druck auf die israelische Zentralbank wächst, denn auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges werden immer größer. So war zum Beispiel die israelische Währung, der Schekel, zwischenzeitlich auf dem niedrigsten Stand seit knapp 8 Jahren. Das sind allerdings nicht die einzigen wirtschaftlichen Probleme. Vor welchen Herausforderungen Israels Wirtschaft steht, darüber spreche ich jetzt mit Sham Rikova. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin bei der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer. Hallo, Frau Rikova. Guten Morgen, ich grüße Sie. Sie leben schon seit vielen Jahren in Israel, befinden sich gerade in Tel Aviv. Sie haben also tiefe Einblicke in das Leben vor Ort. Wir möchten heute den Fokus auf die wirtschaftlichen Aspekte legen. Wie hat sich denn das Arbeitsleben in Israel seit dem 7. Oktober verändert? Das hat sich dramatisch verändert in verschiedenen Bereichen. Also es gibt hier vor allem, waren wir wochenlang unter Raketenbeschuss. Das hat selbstverständlich den Alltag sehr dramatisch beeinträchtigt. Also nicht nur aus Sicherheitsgründen, aus psychologischen und anderen, sondern man hatte auch hier wirklich Aufräumarbeiten zu tun. Teile des Landes sind zerstört worden, gerade an den Außengrenzen. Wir haben eine Situation, wo über 120.000 Israelis Flüchtlinge im eigenen Land wurden und keine Häuser mehr haben, weil sie evakuiert werden mussten. Es gibt vor allem auch im Zentrum der Stadt durch die Generalmobilisierung waren die Straßen teilweise leergefegt. Inzwischen hat sich das alles wieder ein bisschen normalisiert, so um das Zentrum Tel Aviv herum. Aber von normalem Arbeitsalltag ist momentan noch nicht ganz die Rede. Jetzt schauen wir mal auf die Auswirkungen des Krieges, die jetzt schon spürbar sind. Die Einbrüche des Schekels, die es zwischenzeitlich gab, ist ja nur eine Folge. Welche Auswirkungen sind denn ansonsten im Moment schon zu spüren? Momentan zu spüren, und das wird sich wahrscheinlich noch ein wenig verschärfen, sind vor allem die fehlenden Arbeitskräfte. Das heißt, dass wir durch eine Generalmobilisierung im Land, wo über 300.000 Leute und Reservisten eingezogen wurden, einfach ganz starken Mangel auch in der Hightech-Industrie und in anderen Branchen zu spüren bekommen. Darüber hinaus gab es eine Art Zwangsbeurlaubung oder teilweise auch Entlassungen in besonders betroffenen Branchen. Dazu gehört selbstverständlich Tourismus. Die Reisewarnung für Deutschland gilt nach wie vor und für viele andere Länder auch. Es fliegen auch außer der El Al keine Gesellschaften momentan. Es ist aber auch der Einzelhandel, der sehr stark betroffen wurde, ebenso wie die Landwirtschaft, die eben an diesen Gebieten um die Grenze herum auch stark vertreten ist und darum jetzt im Moment überhaupt nicht die Felder können überhaupt nicht bearbeitet werden. Wie viele Menschen fehlen denn insgesamt? Es gibt Berechnungen, die sagen, 400.000 Armeereservisten wurden eingezogen. Fehlen denn diese 400.000 Menschen jetzt konkret auf dem Arbeitsmarkt? Die fehlen ganz konkret, selbstverständlich. Also es sind zwischen 300.000 und 400.000 Menschen ungefähr, ja. Die fehlen und es fehlen natürlich auch die im Moment überhaupt nicht arbeiten können, dadurch, dass sie entweder evakuiert wurden. Und man darf nicht vergessen, bei den Reservisten, da gibt es dann auch eine Mutter dazu, die dann sich um die Kinder kümmern muss. Und momentan sind die Kinder sehr, sehr verängstigt und leiden an den Folgen. Das gilt sogar für die Kinder, die nicht unmittelbar an den Grenzgebieten sind, sondern einfach durch diese massive Raketenbedrohung haben sich die Folgen bemerkbar gemacht. Der normale Schulunterricht war nicht mehr möglich und darum müssen viele der Mütter auch auf ihre Karriere momentan verzichten. Und das ist eben natürlich Auswirkungen auf die Gesamtlage. Hinzu kommt, dass aber auch viele palästinensische Gastarbeiter zum Beispiel in der Baubranche fehlen. Wie wirkt sich denn das auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf die Wirtschaftlichkeit Israels aus? Ganz richtig, wie Sie sagen, also die palästinensischen, vor allem auf dem Bau Beschäftigten, können nicht einreisen. Da hat Israel ganz strikt hier die Grenzen geschlossen. Und das wirkt sich aus, indem einfach viele der Baustellen brach liegen. Erst aus Sicherheitsbedenken, mittlerweile eben aus fehlenden Arbeitskräften. Die zweite betroffene Gruppe sind thailändische und philippinische Arbeiter, die hier sowohl in der Landwirtschaft als auch auf dem Bau massiv immer beschäftigt waren und die auch Teil dieser Massaker wurden und darum abgeraten
gereist sind. Sie haben vielleicht auch mitbekommen, die sind jetzt auch Teil dieser Geiselverhandlungen. Und das ist ein Mangel an Arbeitskräften, den man kompensiert momentan durch freiwillige Hilfskräfte aus dem eigenen Land. Aber das wird dauerhaft sich so nicht halten können. Und darum ist Israel in Gesprächen mit verschiedenen Ländern, unter anderem Indien und anderen, ob man hier nicht irgendwie Ersatzarbeitskraft bekommen kann. Sie haben den Tourismus eben schon angesprochen, der eben auch eine große Rolle für die israelische Wirtschaft spielt. Normalerweise ist Israels Tel Aviv beliebt bei jungen Menschen, gerade bekannt für die Cafés, die Clubs, die Restaurantszene. Wie muss man sich das Land oder das Leben vor Ort momentan vorstellen? Ist es da stillgelegt? Gibt es Touristen momentan? Tourismus kann man sich gerade gar nicht vorstellen. Es gibt keinen Tourismus. Nein, die Hotels sind zu dem größten Teil aber trotzdem total voll, weil die Evakuierten aufgenommen haben. Tel Aviv und Zentrum, also so die beliebten Urlaubsziele, muss man sich so vorstellen, dass bis vor 2 Wochen es ziemlich leer und trist war. Jetzt langsam beginnt sich das Leben wieder zu etablieren. Die Israelis sind Weltmeister im Schnellen wieder weitermachen und zum Business as usual übergehen. Das heißt, es gibt hier teilweise schon Tage, wo man eigentlich vom Krieg gar nichts mehr mitbekommt. Trotzdem ist selbstverständlich die Stimmung gedrückter als je zuvor wahrscheinlich in der Geschichte dieses Landes. Wie schnell könnte sich dann das Land nach einem möglichen Kriegsende erholen? Haben Sie da eine Prognose? My guess is as good as yours. Die Israelis haben einen Slogan, der heißt Hightech delivers no matter what. Das ist ein Slogan, der, glaube ich, für die gesamte Wirtschaft gilt. Israelis sind eben sehr, sehr gut im Krisenmanagement, im Krisenbewältigen und im schnellen wieder weitermachen und im sehr zielgerichteten Handeln. Das heißt, der Wille ist da. Es gibt hier nur, die Frage ist eben, wie die äußeren Faktoren sich entwickeln. Erstens, wie sich diese Kriegsentwicklungen weiter darstellen, welche weiteren Kräfte möglicherweise hier eingreifen auf politischer Seite, aber auch, wie die ausländischen Investoren reagieren, weil die israelische Hightech-Industrie selbstverständlich hier der Wachstumsmotor ist. Und wenn da ein Investitionsstopp kommen sollte, hätten wir ein Problem. Wenn sich die Dinge relativ positiv und optimistisch darstellen, könnte sich diese Wirtschaft in einigen Wochen, Monaten langsam, graduell anfangen wieder zu erholen und dann hoffentlich eben wieder zu ihrer alten Stärke zurückkommen. Das heißt, wie schwer der Krieg die israelische Wirtschaft trifft, hängt am Ende auch von der Start-up- und Tech-Szene, Tech-Branche ab. Sie ist so etwas wie der Motor der israelischen Wirtschaft, vergleichbar mit der Autoindustrie für die deutsche Wirtschaft. Können Sie uns mal erklären, wie groß die Start-up-Szene in Israel ist? Richtig, das ist tatsächlich hier der Wachstumsmotor der Wirtschaft. Ungefähr 15% der Beschäftigten sind der Hightech-Industrie zugeschrieben. Circa 20% des Bruttoinlandproduktes wird der Hightech produziert. Circa 50% des Exports Israels ist dieser Hightech-Industrie zuzuschreiben. Das heißt, es ist eine sehr, sehr wichtige Industrie, die immer im Wachstum war. Die Börsengänge der Israelis waren immer stetig. Am Nasdaq kann man sich das anschauen, an den israelischen Vertretungen. Und das ist etwas, wo man warten muss, wie sich das jetzt alles entwickelt. Was macht denn diese Start-up-Szene überhaupt so erfolgreich in Israel? Die Erfolgskomponenten sind vielseitig. Also zum einen liegt es daran, dass es einfach vom Mindset der Israelis so ist, dass man sehr, sehr nah und stark an der Gründerkultur dran ist. Das heißt, so einen kreativen Ansatz immer sehr, sehr bewusst Neues erfinden möchte, den Ist-Zustand verbessern möchte. Das ist das eine. Zum Zweiten hat der Staat hier eine wichtige Funktion als Weichensteller, indem hier immer wieder von staatlicher Seite versucht wurde, Branchentrends vorzugeben und mitzustützen. Es liegt aber auch vor allem an dem Militär. In Israel gibt es eine Militärpflicht für alle, 3 Jahre für die Männer und 1,5 Jahre für die jungen Frauen. Und in diesem Militär gibt es eine Art Technologieschmiede, weil es in den Eliteeinheiten hier sehr, sehr gute Ausbildung gibt, die dann später auch ins zivile Leben natürlich mit überführt werden kann. Prominentestes Beispiel wahrscheinlich Mobileye. Also das sind so Faktoren, die hier zusammenwirken, aber auch weil die Israelis durch die Kleinheit dieses Landes von vornherein immer stark auf Export und auf ferne Märkte ausgerichtet wurden. Das heißt, dass man hier immer sehr international und sehr digital agiert hat.
Ja, viele junge Menschen, viele junge Reservisten, die aber eben auch in Start-ups arbeiten, wurden jetzt eingezogen. Fehlt da nicht momentan unheimlich viel Personal? Wie hat sich das Leben, das Arbeitsleben in diesen Start-ups denn jetzt verändert? Ja, selbstverständlich. Also das hat einen großen Einfluss. Die fehlenden Reservisten, also die fehlenden Arbeitskräfte, das sind oftmals die Geschäftsführer, die CEOs, die Gründer selber, die jetzt hier eingezogen wurden. Man geht von circa 30% der betroffenen Unternehmen aus, also dass 30% dieser Arbeitskraft fehlt. Das wird kompensiert durch einfach Verteilung der Arbeit, ist teilweise sehr, sehr schwierig, gerade wenn es sich um junge Unternehmen handelt. Wird gerade noch so jonglierend irgendwie hingehalten, aber wir sind jetzt knapp 2 Monate nach dem Angriff am 7. Oktober durch die Hamas-Terroristen und alles noch sehr frisch. Mittelfristig wird sich das so nicht halten können. Man geht davon aus, dass sich die Reserveeinheiten nicht auf Dauer eingezogen bleiben, weil sonst hätte die Wirtschaft hier ein Problem. Und wir wollen optimistisch bleiben und dass die Reservisten bald wieder nach Hause können. Ja, gleichzeitig sind in den Start-ups ausländische Investoren, haben sich zurückgezogen. Es fehlt also nicht nur an Personal, sondern eben auch an Kapital. Wie schwer haben es diese Start-ups momentan, an Geld zu kommen? Der Großteil des israelischen Kapitals, also des Venture Capitals, des Risikokapitals, kommt tatsächlich aus dem Ausland, circa 80%. Und da sieht man einen Investitionsstopp. Was noch nicht eingetreten ist, ist, dass Investitionen, die getätigt wurden, hier abgezogen oder dass hier irgendwie großartige Abwanderungen stattfanden. Das ist nicht der Fall. Neue Investitionen sind jetzt erstmal auf Stopp gesetzt und müssen abwarten, bis hier die Kriegshandlungen zu einem Ende kommen. Wenn es sich länger hält, dann wird die israelische Hightech-Industrie hier Innovationen auf den Weg bringen müssen und das mit kreativen Lösungen irgendwie überbrücken. Der Vorteil dabei ist, dass es ja digitale und hochtechnologische Lösungen sind. Das heißt, die sind gewohnt, nicht vom Büro aus zu arbeiten und die sind auch relativ agil und können schnell handeln und flexible andere Modelle finden. Aber das sind alles Dinge, die man sich jetzt erstmal anschauen muss. Welche Rolle spielt denn auch die israelische Regierung bei der Förderung dieser Hightech-Industrie? Wie stark greift der Staat den Unternehmen jetzt unter die Arme? Die israelische Regierung hat hier immer eben so eine Art Strukturvorgabe gegeben, schon immer. Also so kleine Anreize gegeben, finanzieller Art, aber auch in Form von Unterstützung und Beratungen, so eine Art Mentoring-Funktion. Das tut sie auch jetzt. Es gibt einen kleinen Fallschirmfonds für 100 Millionen Dollar. Das ist ehrlich gesagt nicht viel Geld, aber in Relation zu dem privaten und ausländischen Kapital war die Regierung immer nur bei, ich glaube, unter 10%. Das heißt, das soll hier eher so eine Art Zeichen setzen, einen Symbolwert haben und möglicherweise einzelne kleine, sehr junge Unternehmen retten oder über diese Runden bringen. Es ist kein relevanter Teil, der jetzt hier die Hightech-Industrie hier das nochmal rumreißen könnte und hier alle so eine Art Rettungsschirm, nein. Aber es soll ein Signal senden, dass hier optimistisch gedacht wird und dass die Regierung irgendwie wenigstens versucht, so kleine Pflaster hier zu verteilen. In der Hoffnung, dass die Tech-Industrie möglichst robust und widerstandsfähig auch durch diesen Krieg kommt. Vielen Dank für diese Einblicke, Frau Rykova. Für Sie alles Gute. Danke Ihnen. Auch hier im Euroraum könnte es heute Hinweise zur weiteren Geldpolitik der EZB geben. Die Präsidentin Christine Lagarde äußert sich dazu heute in Brüssel im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Und hier hofft man, dass sie eben schon andeuten wird, was auf der nächsten Zinssitzung in ein paar Wochen passiert. Womit da zu rechnen ist, das bespreche ich jetzt mit Tim Öxner. Er ist Anleihehändler bei der Sträubing AG. Hallo, Herr Öxner. Hallo, guten Morgen, Frau Beck. Womit rechnet man denn hier an der Börse bei der nächsten Zinssitzung in 2 Wochen? Wird es möglicherweise zu einer Zinssenkung kommen?
Ja, für eine Zinssenkung halten wir es noch ein bisschen verfrüht. Und zwar hatte die EZB ja die letzten Aussagen waren ja so nach dem Motto, die Zinsen werden jetzt ausreichend lang hoch bleiben und sie werden weiterhin auf die eingehenden Daten schauen und von dort aus die weitere Zinspolitik sozusagen bestimmen. Also die Marktteilnehmer rechnen seitens der EZB im zweiten Halbjahr 2024 oder erst 2025 mit Zinssenkungsschritten. Also insofern on hold. Könnte es noch etwas dauern. Die Anleger sind ja momentan eher positiv gestimmt, muss man sagen. Der DAX hat am Freitag die 16.000 Punkte Marke geknackt. Wie erklären Sie sich diese Euphorie, diese positive Stimmung hier an den Aktienmärkten? Ja, in der Tat, die Stimmung an den Aktienmärkten ist positiv. Ja. Wir sind an den 16.000 jetzt dran. Wir haben 9,5% Zugewinn gehabt jetzt im November, seit dem Oktobertief. Im Prinzip seit dem Angriff der Hamas auf Israel haben wir 9,5% auch wieder gewonnen. Also insofern ist die Stimmung positiv am DAX. Und ja, trotz im Prinzip Gemengelage, nach wie vor sehr hohe Zinsen, nach wie vor relativ hohe Inflation, geopolitische Risiken, hoher Goldpreis über 2000 Dollar jetzt in den letzten Tagen. Und im Prinzip ja, sieht es eigentlich an der Börse soweit überraschend gut aus. Was hat dem DAX denn vergangene Woche den Auftrieb verliehen? Also in den letzten Wochen war es eigentlich so, dass die Inflationsdaten aus den USA überraschend positiv reinkamen, also nur mit 3,2% statt vormals 3,7%. Insofern hatte das die Börsen sozusagen aufgebaut wie eine kleine Aufbauspritze. Insofern 9,5% in den letzten Wochen. Im Moment kratzen wir ja an den 16.000, öffnen jetzt heute Morgen wieder ein bisschen leichter, aber immer noch um die 16.000. Insofern ja. Die Anleger treibt um, wie es mit dem DAX weitergeht, ob noch eine zweite kleine Jahresendrallye kommt, ob noch eine Endrallye kommt und wie es weitergeht. Wie ist da Ihre Prognose? Ja, es steht diese Woche auf jeden Fall jetzt schon mal einiges an Konjunkturdaten an. Inflation in Deutschland, Inflation im Euroraum, Inflation in den USA, plus BIP-Wachstum in den USA, plus natürlich heute die Rede von der Frau Lagarde im Prinzip zur weiteren EZB-Politik, plus am Freitag Jerome Powell. Also insofern eine sehr starke Woche, was die Konjunkturdaten angeht. Insofern, da können natürlich noch einige Impulse positiv wie negativ kommen. Man hofft natürlich immer, dass es auf die positive Seite ausschlägt. Warten wir mal ab, weil wir eben über Israel gesprochen haben. Sie haben es eben auch schon angedeutet, seit dem 7. Oktober hat der DAX kräftig zugelegt. Das heißt, von geopolitischen Spannungen ist hier nicht viel zu spüren. Wie erklären Sie sich das? Ja, bei den geopolitischen Spannungen war es so, dass im Prinzip die ein, zwei Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel die Anleger in die Bundesanleihen, also in die deutschen Staatsanleihen und in die US-Treasuries geflüchtet sind, also in Safe-Haven-Modus, also Risk-Off. Sozusagen die Anleger schauen sich sichere Anlagen an, das sind nun mal die Bundesanleihen und die US-Treasuries. Und der DAX wurde im Prinzip ausverkauft bis 14.600 circa. Und danach hat im Prinzip dieses geopolitische Thema an der Börse wieder etwas an Relevanz abgenommen. Und die Anleger haben sich wieder der Kategorie 2 sozusagen Probleme angenommen, wieder Zinsen und Inflation. Und insofern ist dieser Risikofaktor wieder etwas zurückgerutscht und die Anleger sind wieder in den normalen Modus und haben wieder Inflationsdaten interpretiert und Aussagen der Notenbanken. Jetzt haben wir zuerst Montag, wir schauen aber trotzdem schon mal auf das Wochenende. Da steht der erste Advent an. Welche Auswirkungen hat denn die Weihnachtszeit, die besinnliche Weihnachtszeit auf den Handel hier vor Ort? Wird in der Regel da weniger gehandelt? Sind die Anleger da eher ruhig? Also ich denke, dass noch zwei Wochen noch relativ reger Handel sein wird. Also wir hatten jetzt am Donnerstag und am Freitag ja auch in den USA im Prinzip Thanksgiving und Black Friday. Das heißt, am Donnerstag waren die Börsen in den USA komplett geschlossen und am Freitag verkürzt der Handel. Insofern, letzte Woche hatten jetzt ein bisschen die Impulse gefehlt. Dem DAX ging jetzt auch so ein bisschen Richtung 16.000, ja wie bekanntermaßen die Luft so ein bisschen aus. Aber ich denke, es folgen noch diese Woche noch einiges. Also wie gesagt, auch an Terminen und einiges an Aktivität. Und dann am 12., 13. Dezember natürlich nochmal die FED und am 14. Dezember nochmal die EZB. Also ich denke noch, die nächsten zweieinhalb Wochen wird es noch am Kapitalmarkt noch einiges an Aktivität geben. Und danach kann man dann wahrscheinlich einen Haken an das Jahr 2023 an der Börse machen. Und wie dürfte das nächste Jahr starten? Haben Sie da auch schon eine Prognose? Also wir denken im Prinzip jetzt erstmal auf die nächsten Notenbanksitzungen bezogen, dass bei beiden Notenbanken jetzt kein Zinsschritt folgen wird. Das ist im Prinzip so der Content hier am Markt. Und insofern, wenn dann Inflationsdaten jetzt auch noch diese Woche, sage ich mal, relativ positiv ausfallen, so wie der Markt es erwartet oder vielleicht noch ein bisschen besser, könnte es theoretisch auch aufgrund der Saisonalität auf eine kleine Jahresendrallye hinlaufen und im Prinzip der Markt konstruktiv ja, das Jahr 2023 abschließen, womit wir dann eigentlich ein sehr, sehr gutes Jahr auch hatten an der Börse. Wir haben jetzt bei 16.000 circa auf Jahresbasis im Prinzip 14% gewonnen im DAX, was ja doch auch sehr ordentliches Aktienjahr ist. Dürfte das im nächsten Jahr denn in dem Umfang so auch weitergehen? Welche Termine stehen im nächsten Jahr an oder worauf liegt der Fokus gerade bei den Anlegern im kommenden Jahr, Anfang des Jahres? Ja, wie gesagt, wenn die geopolitischen Risiken sozusagen vom Markt im Prinzip ausgeklammert werden, dann gucken wir natürlich wieder auf die Notenbanken, auf die Leitzinsen.
und im Prinzip auf die Inflationsdaten. Da wird sich nächstes Jahr auch nicht viel tun. Die Anleger werden wieder auf dieselben Daten gucken. Und ja, bei der FED erwarten die Anleger im Prinzip ab Mai im Prinzip bis zu 4 kleine Zinssenkungsschritte. Und bei der EZB ja, wie gesagt, im zweiten Halbjahr 2024 oder 2025. Also die Anleger werden sich wieder auf die Notenbanken fokussieren, auf die Inflationsdaten und natürlich auch das Wirtschaftswachstum im Auge behalten. Insofern, es geht auf jeden Fall spannend weiter. Und ich denke, noch 2, 2,5 Wochen dieses Jahr haben wir noch guten Umsatz und gute Aktivität. Und dann haben wir das Jahr dann 2023 für die Börse ad acta gelegt. Dann freuen wir uns hier auf eine spannende Zeit. Vielen Dank, Herr Öxner, für das Gespräch. Danke, Frau Beck. Wir schauen jetzt nochmal, wie der DAX in den Tag gestartet ist. Er hat am Freitag die 16.000-Punkte-Marke geknackt und startet jetzt mit einem leichten Minus von 0,05% bei 16.021 Punkten in den Tag. Man kann also sagen, Negativität ist hier nicht an der Tagesordnung. Morgen in der Sendung schauen wir uns dann mal die Stimmung in den deutschen Unternehmen an, wie die Lage dort ist. Denn wie eine Studie zeigt, stehen immer mehr Betriebe, immer mehr Firmen und Einzelhändler vor einer Insolvenz. Also wenn Sie mögen, dann bis morgen und für heute. Tschüss.